Das hat ja nur bezahlt. Du hättest ja nicht reichen, aber müssen noch kurz nicht. Ja, deswegen bin ich jetzt klar. Warum hast du dann das nicht gespannt hier, Dominik? Du hast das so gespannt? Ja, es hilft doch nicht, wenn ich jetzt unter Leute gehe, dann hilft es eh nicht. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt wenn ich es vermeiden kann, dass ich es vermeide. Ah, oder unter Leute sind der Regler, nicht wir. Wir haben halt daheim. Ja, ich hab's auch erregen. Warum? Ja, sonst hätte ich es noch nicht gespielt. Wenn man krank sind. Aber nicht, wenn man nicht krank sind. Kann ich auch erregen, wenn man krank sind? Ja, aber irgendwie. Aber nicht ununterbrochen. Ja, spielt sie es nur nicht. Es ist selten, dass sie es wirklich nicht kennt. Okay. Hat es aber auch schon gegeben. Glauben Sie nicht, dass der Engel aus dies 22 gespielt? Ja, Kultenmutter. Das ist auch schön. Ja, wo käme ich dann hin? Wahnsinnig schön, unglaublich heiß und ist tatsächlich noch viel heißer als sonst. Die letzte Szene, die ihr da gesehen habt, da hat man im Hintergrund so einen Flussdelfin springen gesehen oder die Rückenflosse. Seit ich das Christel geraucht habe, meine ich jetzt noch mehr, dass ich der Jesus Christus bin. Das kann ich ja nicht einmal gekauft. Ich glaube, das haben wir es mal absichtlich eingemischt. Das hast du nicht gekauft, das hast du schon. Ja, weil das ist im Endeffekt schon ein gutes Hasch, aber da ist halt wirklich ein Christel drin. Wahrscheinlich ist der Hund geschissen, oder darf er nicht? Aber können es durch sein, nicht? Ja, weil ich habe das gefressen gehabt, das war gar nicht voll. Was hast du gehabt? Ja, gefressen habe ich es, ein wenig etwas. Ich habe es gesehen, wo sie noch aufhören. Das tut man schon gar nicht. Und dann, so nach zwei Stunden oder so, hat das schon, wenig, habe ich schon eine Wirkung gehabt. Das tut man schon gar nicht. Und dann habe ich noch das Gleiten auch anders hast, wenn der Bon geraucht. Und dann habe ich einfach mal ein Gefühl gekriegt, dass ich manchmal dass ich gleich durchtrage. Aber positiv eher. Und jetzt wie einen Kampfschrei machen muss. So, das war nicht mehr normal, das war Wahnsinn. Aber ich habe es eh abgenommen in Wirklichkeit. Wir können gerade da machen. Ja, ich war schon nicht Baubekor. Und erst wenn ich es gegessen habe, ist es wieder besser gewesen. Deswegen mag ich es eh nicht mehr fressen. Aber irgendwie hat mir das doch gefallen. Ja, das ist gut, der Darm weit durch. Genau, oder reinzuspecken. Eigentlich jetzt der Rechtschritt, dass du sicher einen Durchfall gehabt hast und zu viel Bau. Was dann so ein Kronfluss du weißt. Hat es mir für sowas gedacht? Gift frissen. Warum für was ist dann gedacht? Jetzt gar nichts. Lauf. Das Essen schon gar nicht. Ich muss einmal rauchen, das ist ganz schön gar in Wahrheit. Das ist nicht direkt wieder groß, das ist schon. Gach, das weiß ich nie. Auf jeden Fall habe ich vorher überhaupt kein Crystal gekannt. Wie viel Prozent? Ja, ungefähr. Alexander von Humboldt ist ja losgefahren in. Das weiß ich nie. Also Norden von Spanien. Das ist schon da. Wie kommst du drauf? Das ging als erstes nach. Weil das Handy so holt. Ja. Und wir wollen von euch einfach wissen. Was wieder ein Crystal ist? Das ist wieder Ecstasy, wo man nicht narisch wird. Aber ich meine jetzt nicht so, dass man es keine nicht kennt, sondern dass man psychisch, wie wenn man eine Psychose hat, wo man keine hat eigentlich. Warum? Warum nicht?
Er war zu weit in der Sonne. Okay, dann geht die wilde Fahrt weiter, denn der Kerl, also Alexander von Nilly, ihr bleibt hier, ihr spielt erst mal rein. Naja, das gucken wir uns schon fertig an. Also, Teneriffa haben wir da und jetzt geht's nach Kuba. Er ist zwischendurch in Südamerika gewesen. Das sehen wir, da ist er von Venezuela an Land gegangen und dann ist er von dort aus weiter nach Kuba. Und jetzt könnt ihr euch wieder nach vorne umdrehen, denn hier ist diese Gegend, sage ich mal. Was ist das? Wo ist Kuba? Ich bin gehalten, keine Tipps zu geben. Aber das kann es eigentlich nicht sein, dass du noch nie etwas genommen hast. Okay, ich zähle bis 5 und dann haben wir es, okay? Hast du jetzt so viel Angst, dass ich aufnehme, dass du nicht mehr reden mitmachst mit mir, oder? Okay, wo ist Warum? Warum nicht? Kann es eigentlich sein, dass du der Teufel bist und deswegen sagst, dass ich der Teufel bin? Das ist Südamerika. Und jetzt brauchen wir noch Peru. Peru ist Bolivien, da haben wir was immer. Aber wenn man nicht aufgenommen werden will, dann hat man eigentlich was zum Verbergen. Oder? Oder gibt es irgendwelche Wesen oder Menschen auf der Welt, die wo das vielleicht schlimm finden, was du sagst? Oder was gibt es da für einen Grund, was du nicht aufgenommen werden willst? Jetzt hast du gerade gesagt, so, Sepp, jetzt meine ich, erwischte dich dann, dass du durch auf seiner Seite bist. Okay, 5. Wir lösen auf. Wo ist Mexiko? Oh, Alter, das ist laut. Aber was hast du da irgendwie, sehe ich da ein Problem? Und zwar, dass ich überhaupt keine Seiten nicht will. Und ich also deswegen gerade jetzt eben wieder gespannt habe, dass du eine Seiten erschaffst. Im Endeffekt ist das ein Krieger, wenn man eine Seiten erschafft. Also, passt dir du eigentlich an oder möchtest du eine Seiten erschaffen? Martin, jetzt meine ich, wie ist das Crystal der Jesus? Jetzt meine ich, muss ich die doch stärker vergiften. Sowas will ich nicht hören. Okay, wir haben eure Lösung ja schon hier. Wir wollen wissen, wo ist
Washington. Ja, auch immer wieder nach Hause, 5 Jahre unterwegs gewesen, als wir noch von Humboldt zurück, also erstmal nach Washington, wieder hoch und dann zurück über den Atlantik und zwar nach Bordeaux. Und wir haben hier einen Datenausschnitt und ihr sagt uns einfach, wo ist Bordeaux? Man sieht das ja auch körperlich, dass ich dem Französischen zugeneigt bin. Ja. Okay, bis auf. Warte mal, hier. Spanien, Frankreich. Mit, ich sag mal so. Ja, oder ein bisschen mehr südlicher noch? Das ist nicht, dass ihr. Okay, letztes. Also, was ist hier noch nicht? Also, versuch mal ein bisschen zu schauen. Und du hättest gerne ein bisschen. Nee, ich schaue etwas Besuch einfach. Okay, dann gucken wir, wo ist Bordeaux? Oh! Ich hab's genau! Oh, das ist doch so gut. Lena kann mit beiden Beinen gleichzeitig aufstanden. Du hast doch gesagt, ein bisschen südlicher. Kann es eigentlich sein, dass du nur reden willst, wenn nicht aufgenommen wird? Weil du sowieso keinen Sinn in deinen ganzen Reden hast und das selber auch weißt? Mich würde interessieren, was du denkst, wenn du mit jemandem riechst. Oder ob du gar nicht denkst. Spiel, das seine Reise nachgezeichnet hat, ein Siegerteam. Und das sind Lena Meyer-Landrut und Smudo. Wir haben ja gesagt, das Sammeln dieser farbigen Stäbchen kann euch Vorteile verschaffen. Verschafft euch Vorteile fürs Finale. Großes Finale. Und dafür brauchen wir aus jedem Team eine Spielerin oder einen Spieler. Wer möchte spielen? Oliver? Du, Lena, wer spielt bei euch? Ich kann es nicht entscheiden. Also, Smudo auf links, gelb. Und Oliver rechts auf den jeweiligen Punkt da hinten. Genau. Die Sache ist denkbar einfach. Erstmal übertragen wir die in unserer Sendung erspielten Punkte. Das wären für Team Türkis, Hanna und Oliver. Immerhin. Und für Lena und Smudo waren es 4. Eine super Sache. Und es zahlt sich natürlich auch ein bisschen aus, wer gut aufgepasst hat in der Sendung, weil alle Fragen, die ich jetzt stelle, haben mit der Terra X Show Naturwunder zu tun. Es geht darum, die eigene Seite des Terra X voll zu quizzen und Fragen richtig zu beantworten. Dabei spielen wir wie folgt. Das zurückliegende Team, Oliver also, beginnt. Solange du richtig antwortest, bleibst du dran. Wenn du falsch antwortest oder innerhalb von 3 Sekunden nicht antwortest, wechselt das Antwortrecht, dann wäre es gut dran. Und das geht munter hin und her. Okay, erste Frage an Oliver Mommsen. Okay. Sie lautet, welcher aus dem griechischen stammende Begriff bezeichnet die Verwandlung einer Raupe? Metamorphose, das ist richtig. Metamorphose. Welches nach Knoblauch schmeckende Gewürzkraut kann leicht mit Maiglöckchen verwechselt werden? Werder. Das ist richtig. Weiter Oliver Mommsen. Welches Hormon wird umgangssprachlich auch als Kuschelhormon bezeichnet? Oxytocin. Da war viel Buntes dabei, aber es war nach Ablauf der 3 Sekunden. Das Hormon heißt Oxytocin. Aber es war ein bisschen spät. Der hat jetzt Smudo dran. Oh, weil dann Gleichstand 4-4. Welches Tier, Smudo, wurde in Deutschland offiziell zum Höhlentier des Jahres 2023 gewählt? Der Feuermann. Feuermann. Ja, bitte. Welches Gas sorgt dafür, dass der Kaltwasserhaie hier in der Nacht regelmäßig
Welche Tiere sind auch unter dem wissenschaftlichen Namen Lepidoptera? Hügelchen. Ja, Thema in dieser Sendung, es sind Schmetterlinge. Ja, ganz genau. Zurück zu Olga. Welche grüne Gewürzpflanze gehört in einen klassischen Caprese-Salat? Basilikum. Basilikum ist richtig. Auf Königs. Was ist mir, wenn es blöd wird? Wenn ich weiß, dass Oli schon quasi meine Wahrheit wissen, aber trotzdem keiner sie aussprechen kann. Und deswegen weiß ich einfach, dass ich 100% der Jesus wirklich bin, Jesus Christus. Weil sie nämlich schon kann. Aber ich muss irgendwie auch auf so eine bestimmte Zeit oder irgendwas auf ein bestimmtes Gefühl warten. Das nenne ich Ecstasy. Und das ist wie wenn ich so einen Button drücke dann für mich selber, dass ich dann einfach die Perfektion für mich selber erkenne. Und dann habe ich automatisch wie so einen Boost oder so einen Schub gleich weiter. Und das ist dann wie eine positive Kettenreaktion, die ich auslöse. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Bab Angst hat, dass ich der Samuel Morningstar bin. Obwohl, dass das nur der Adam ist in Wahrheit. Und da brauchst du ja nicht mehr wundern. Deswegen ist Ecstasy der Teufel für manche. Ich glaube, dass Crystal so eine bestimmte Wahrheit aufdeckt. Aber genauso wie Ecstasy auch. Und zwar, dass wenn man potenziell empfindlicher wird auf extreme Schmerzen und so, dass man dann irgendwie doch schlauer wird. Das ist also wie wenn es Crystal eine Drohung ist an den Konsumenten. Aber es ist Ecstasy genauso. Die Drohung kommt dann in Form von, dass dein Körper empfindlicher wird, zum Ausdruck. Und dadurch, dass dein Körper empfindlicher ist, ist natürlich dann möglich, dass man viel schlimmere Schmerzen hat und so. Und das ist unter anderem ein psychotischer Auslöser dafür, dass die Drohung so stark wirken. Also, ich bin jetzt zwar nicht bekifft, aber
mit psychotischer Auslese meine, dass es eher so eine unrealistische Auslese ist, aber durchaus real gesehen werden kann. Matchball Nummer 2. Ja, super. Welcher von Daniel Kehlmann verfasste Bestseller dreht sich die Vermessung der Welt? Die Vermessung der Welt? Ja, ich bin schon mal mit dem Witz. Team Türkis mit Oliver Monsen und Hanna Herzog. Das große Finale. Uli, komm zu uns, komm bitte zu mir. Ihr seid die Sieger dieser Sendung. 20.000 Euro. Kommt auf, Sally auf. Gehen an zwei Organisationen, an SOS Humanity und an Save the Children. Das sind die beiden Organisationen, die euch ausgesucht haben. Lena, danke. Sally, danke. Hanna auch. Smudo, danke dir. Oliver, Uni und euch allen zu Hause natürlich ein großes Dankeschön. Das war die sehr große Terra X Show Naturwunder. Auch ganz bald jetzt das heute Journal. Und ich freue mich auf einen schönen Tag. Alles Gute. Danke euch. Aufruhr in Nahost, Trauer und Wut nach dem Angriff auf eine Klinik mit wohl hunderten Toten in Gaza. Das und mehr gleich im Auslandjournal. Maybrit Illner mit dem Thema Hamas zerstören, Zivilisten schützen, Flächenbrand vermeidbar. Mit dabei Lars Klingbeil, SPD, die Politikberaterin Melodie Sucharewitz und der Militärexperte Carlo Masala. Maybrit Illner, Donnerstag, 22.15 Uhr im ZDF. Einen schlechteren Zeitpunkt hätte es für Joe Bidens Besuch kaum geben können. Eine schwierige Mission war das ja eh schon. Dass aber ausgerechnet am Vorabend seiner Anreise die Lage derart eskaliert und arabische Regenten vereinbarte Termine mit ihm absagen, noch bevor er ins Flugzeug nach Tel Aviv steigt, das ist sicher nicht das, was sich das Weiße Haus vorgestellt hatte. Wie es zu der in jeder Hinsicht fatalen Explosion an dem Krankenhaus in Gaza kam, steht in Frage. Die israelische Armee hat inzwischen eine ganze Reihe Dokumente vorgelegt, um zu belegen, dass dort keine israelische Rakete eingeschlagen ist. Doch für den Sturm der Entrüstung, der mit den Bildern aus Gaza entfacht wurde, kam das zu spät. Glück weit berichtet. Der Parkplatz am Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt von Tripoli. Bei einem Raketeneinschlag sollen hier letzte Nacht 400 Einzelne deine Gedanken sehen, sagt die Hamas und beschuldigt Israel. Wenn es zum Beispiel bei dir sich eine Teufelsaugen sehen und das sagt mir einfach, dass du irgendwo einen Teufel mir sagen willst. Jetzt kann ich zwei Möglichkeiten auffassen: entweder dass du denkst, dass ich vielleicht der Teufel bin, oder dass du denkst, dass der Elke der Teufel ist. Ein Inferno, so berichten Augenzeugen. Das Grauen des Krieges verbreitet sich im Netz und auf den Nachrichtenkanälen in Windeseile. Israel bestreitet, das Krankenhaus angegriffen zu haben. Das war der palästinensische islamische Dschihad, der die Raketen auf Israel abgeschossen hat. Eine fiel aufs Krankenhaus. Es sei, so die Armee, kein Bombentrichter erkennbar. Die Explosion traf den Parkplatz, nicht das Gebäude. Was darum, dass mir jetzt in Wirklichkeit besser geht? Weil irgendwie ist Kopf einfach tatsächlich deutlich, also ich habe fast keine Kopf mehr. Es wird zwar ausgelöst, aber wenn ich, deswegen vermeide ich es einfach nur so weit es geht, aber so von selber ist es jetzt wirklich nicht mehr schlimm. Und deswegen ist der Puls natürlich auch besser geworden, weil es an der Gehirndurchblutung gelegen ist. Israel ein
In vorsichtigen Worten unterstützte er die israelische Position. Dann habe ich wieder selber gemerkt, dass ich wegen so antichristische Stimmcode habe, wegen so antichristische Stimmlage. Da muss man einfach dann selber merken, dass man dann sofort besser werden muss. Wenn man merkt, dass man selber antichristisch redet, zum Beispiel wenn Stimmlage ein bisschen antichristisch umkommt. Diplomatische Vertretungen Israels und der USA wurden angegriffen. Zehntausende ließen ihre Wut freien Lauf, ihren Hass. Ein voller Erfolg für die Hamas-Terroristen. Ihr Kalkül geht auf. Ich rufe alle Menschen der arabischen und islamischen Nationen auf, dieses Massaker zu verurteilen.